So, hier kommt noch ein Versuch. Beim ersten Podcast, den ich vor einer Viertelstunde geschickt hatte, war irgendwie die Sprachqualität so schlecht, dass man gar nichts verstanden hat. Also nochmal. Leitgedanke 70, einer der ganz zentralen Leitgedanken. Meine Erlösung kommt von mir. Meine Erlösung kommt von mir. Sie kann von nirgendwo sonst kommen. Wir werden ab dieser Lektion nochmals darauf hingewiesen, dass es gut wäre, jetzt so ein bisschen Selbstdisziplin im Üben von diesen Lektionen sich anzugewöhnen und sich tatsächlich zwei lange Übungszeiten von 10 bis 15 Minuten vorzunehmen pro Tag. Und sich zu überlegen, wann die am besten reinpassen und sich dann auch zu versuchen, daran zu halten, um das zu schaffen, diese stille Zeit und diese Meditation oder dieses innere Gebet, einfach die Zeit für dich mit Gott, zu ritualisieren und in deinen Alltag ganz fest zu integrieren und wirklich zu verstehen, dass das die wichtigste Zeit am Tag ist, weil sie ja dein gesamtes Empfinden und Erleben ausmacht und verändern kann. Die Übungszeiten fordern von uns heute wieder eine ganz ehrliche und tiefe Selbstreflexion, indem wir schauen, wenn wir sagen, meine Erlösung kommt von mir, sie kann von nirgendwo sonst kommen, müssen wir uns erstmal klar werden, wo suchen wir die denn überall? Und ich habe anfangs gesagt, dass es ein ganz zentraler Gedanke, eine zentrale Lektion ist, weil sie wieder diese Kernaussage des Kurses, ich bin der Schöpfer meiner Welt, ich bin in keinem Moment Opfer meiner Welt, als Grundlage sieht. Und deswegen sollen wir heute in der Lektion nochmal wirklich ganz, ganz, ganz deutlich darauf hingewiesen werden, dass wir nichts im Außen zu suchen brauchen und vor allem nicht denken brauchen. Wir müssten im Außen, in der äußeren Welt, in den anderen Menschen, in den Situationen, in den materiellen Dingen etwas ändern, damit es uns besser geht oder damit wir irgendwas erreichen, was wir noch anstreben. Sondern nur in uns selbst können wir die Sachen verändern. Und deswegen werden wir gebeten, in den ersten Minuten einfach zu schauen, wo suchen wir denn oder wo haben wir in der ganzen, unserer ganzen Vergangenheit, in unserer ganzen Geschichte denn schon überall Erlösung gesucht? Häufig suchen wir es in anderen Menschen, dass wir denken, ah, wenn ich den und den Partner hätte oder wenn ich da einen anderen Chef hätte oder wenn ich hier mehr Freunde hätte oder wenn meine Mutter anders wäre oder mein Vater oder wenn doch meine Geschwister mehr Interesse an der Familie hätten oder was auch immer. Irgendwo in anderen Menschen, irgendwas muss sich da verändern. Ja, die müssen sich verändern. Dann wäre Erlösung da. Oder wenn die da wären, wäre Erlösung da. Ja, entweder passt uns was an den Menschen nicht oder es fehlt uns ein entsprechender Mensch, der dieses Thema, was ja eigentlich in mir drin selbst ist, ist ja klar, eben dann verändern kann. Genau, oder wir suchen es in materiellen Dingen oder wir suchen Situationen, Ereignisse, von denen wir denken, die wären wichtig, die müssten wir erleben. Oder wir denken, die Erlösung wäre, wenn ich die und die Situation nicht erlebt hätte, wenn das und das nicht passiert wäre in meinem Leben und so weiter. Ganz viel suchen wir natürlich auch in den Selbstbildern, die unser Ego gemacht hat. Wenn ich nicht so chaotisch wäre, dann wäre das nicht gewesen. Oder ich müsste halt einfach offener sein oder müsste weniger Angst haben, dann hätte ich mehr Freunde oder was auch immer. Also wir denken, wenn wir einige Selbstbilder nicht hätten oder andere hätten, die wir denken haben zu müssen, dann wäre alles besser. So, aber all das ist Illusion. Die Erlösung ist nicht in keinem von diesen Dingen. Sie ist nur in uns drin. Wir sind der Regisseur unseres Filmes Welt, unseres Filmes Leben da draußen. Mein Leben da draußen. Und deswegen können wir nur die Filmrolle, die in uns drin praktisch kreiert wird, ändern. Ja,
Meine Erlösung kann nicht von irgendeinem dieser Dinge kommen. Meine Erlösung kommt von mir und nur von mir. Und um das wirklich anzunehmen, dass ich diese Fähigkeiten habe von Heilung in mir drin, von Erlösung könnte ich auch gleichsetzen mit Wandlung, Verwandlung oder Wandlung meiner Wahrnehmung, Wandlung meiner Urteile, Wandlung meiner Sichtweise auf andere, auf mich selbst. Das fällt uns häufig schwer, uns wirklich das eigen zu machen, wirklich zu akzeptieren, dass wir diese Fähigkeiten und Gaben in uns tragen. Und deswegen werden wir nochmal verwiesen auf die Lektion, die wir am Freitag hatten, wo ich die geführte Meditation mit euch gemacht habe, dass wir durch die Wolken, die unser Groll und unsere Urteile und unsere Projektionen bilden, hindurchgehen zu dem Licht, zu unserem Kern, dem Licht, was in mir ist, dieses Licht der Liebe, das Licht des Friedens, das Licht, in dem ich eins bin, du eins bist mit Gott. Und hier im achten Abschnitt steht ganz bewusst das nochmal praktisch als Vorbereitung, um die heutige Lektion überhaupt ganz für sich annehmen zu können, wollen wir noch einmal versuchen, das Licht in dir zu erreichen, das dort ist, wo deine Erlösung ist. Du kannst die Erlösung nicht in den Wolken finden, die das Licht umgeben, und dort hattest du bisher und in der Vergangenheit danach gesucht. Sie ist nicht dort. Die Erlösung liegt jenseits der Wolken und im Licht dahinter. Denk daran, dass du durch die Wolken gehen musst, ehe du das Licht erreichen kannst. Denk aber auch daran, dass du in den Wolkenformen, die du dir eingebildet hast, nie etwas gefunden hast, was von Dauer war oder was du wolltest. Und natürlich ist es total einfach und ich tendiere häufig dazu, diese Schuld, dass wir eben nicht komplett innerlich erlöst sind oder dass da noch ein Schmerz ist oder noch ein Groll ist oder eine Traurigkeit ist oder eine Hilflosigkeit ist in irgendwelchen Bereichen, tendieren wir immer dazu, das im Außen zu suchen, die Schuld, und zu sagen, na klar, ach, wenn meine Arbeit anders wäre, wenn die mal wirklich meine Fähigkeiten anerkennen würden oder wenn ich doch einen anderen Chef hätte oder wenn ich einen anderen Partner hätte, ach, der passt nicht in die und die Vorstellung, die ich habe und erfüllt das alles nicht. Also brauche ich einen anderen Partner oder ich brauche einen anderen Wohnort, weil hier, wo ich bin, da finde ich ja keine Freunde und hier sind die Leute so komisch und so, also muss ich woanders hinziehen. Wir suchen uns immer im Außen, ist ja viel einfacher, dann ist, weil es ist ja mühsam, tatsächlich, es ist oft mühsam zu sagen, wow, ich bin der Schöpfer von dem, jetzt muss ich wieder bei mir gucken. Puh, was habe ich denn da für Themen? Und genau, das ist vielleicht erstmal nicht so angenehm, da mal hinzugucken und ehrlich mit sich zu sein und diese Schattenseiten und diese Ego-Anteile, die echt dunkel und teilweise nicht so schön sind oder einfach traurig sind, dass sie da sind, sich anzuschauen. Aber es ist die einzige Möglichkeit, wirklich was zu verändern. Denn du hast bestimmt, also ich habe es schon häufig erlebt und du bestimmt auch oder bei vielen anderen auch beobachtet, wenn wir die Themen nicht lösen, dann können wir im Äußeren noch so viel ändern. Wir können einen neuen Job anfangen, wir können einen neuen Freund oder eine neue Freundin suchen, wir können den Wohnort wechseln und denken, da wird alles besser. Aber es bleiben immer die gleichen Themen. Dann ist vielleicht kurz, wir verzögern unsere Entwicklung praktisch damit, indem wir kurz uns die Illusion gönnen und sagen, ah ja, anfangs, in der Anfangsphase ist ja immer alles erstmal besser, fühlt sich gut an. Und dann aber nach ein paar Monaten oder nach ein paar Jahren oder manchmal auch schon nach ein paar Wochen kommt doch wieder das gleiche Thema hoch, vielleicht in anderen Facetten, aber das Thema bleibt das gleiche. Wir werden die Themen nicht los, wenn wir nicht diese sogenannte Vergebungsarbeit, diese Erlösung anstreben. Dann schleppen wir die immer weiter mit uns mit über den Tod hinaus. Selbst wenn wir unseren Körper verlassen, bleiben die unerlösten Themen unserer Seele erhalten.
Im ersten Abschnitt werden diese zwei Punkte, die ich gerade angesprochen hatte, nämlich die Schuld und die Erlösung, ganz eng zusammen dargestellt. Und so sind sie auch in uns drin, verankert immer miteinander. Hier steht, die Erlösung scheint von überall herzukommen, außer von uns selbst. Ne? Also es ist genau das, was wir gerade uns angeschaut haben. Wir denken im Außen, in Menschen, in materiellen Dingen, in anderen Sachen. Das wäre unsere Erlösung. Und das Gleiche gilt auch für die Quelle der Schuld. Das heißt, wer ist schuld daran, dass ich mich eben in dem und dem Punkt nicht erlöst fühle, dass ich mich da immer noch hilflos fühle, dass ich mich da immer noch einsam fühle, dass ich mich da immer noch nicht gesehen fühle oder dass ich mich da immer noch den anderen in irgendeiner Schuld sehe und denke, aber der ist wirklich, hat wirklich was Doofes gemacht, der hat mir wirklich was angetan oder so kann man sich nicht verhalten, das war ja auch falsch. Genau. Also wir suchen nach einer Quelle der Schuld und das meistens im Außen oder eben im Außen heißt auch in einem von meinen Selbstbildern. Also wenn ich bei mir suche und sage, oh, ich bin halt so und ich bin halt so und deswegen ist es so doof, ist auch letztlich im Außen, weil diese Selbstbilder ja nicht wirklich zu uns gehören, sondern nur von uns kreiert sind. Und weder Schuld noch Erlösung siehst du als in deinem Geist befindlich und sonst nirgends. Wenn du begreifst, dass alle Schuld nur eine Erfindung deines Geistes ist, alle Schuld ist nur eine Erfindung von unserem Denken, wird dir auch klar, dass Schuld und Erlösung am selben Ort sein müssen. Und im Folgenden wird dieser wichtige Grundgedanke nochmal erläutert, dass wir suchen immer eine Schuld und wir denken, dass diese Erlösung nicht möglich ist, weil wir damit unsere kreierte Welt immer wieder wahr machen. Und das gibt uns ja einen scheinbaren Halt. Unserem Ego gibt es einen Halt. Wenn wir uns immer wieder bestätigen, ja klar, der andere ist schuld. Ja, oder es liegt dran, dass ich zu wenig Geld verdiene. Oder es liegt dran, dass ich jetzt an dem Ort wohne und so, ne? Wir suchen immer im Außen und haben damit, bestätigen wir uns immer wieder, ja, ich habe recht. So, aber wir haben jetzt ja schon ganz oft gelernt, dass wir nie recht haben und dass die Erlösung darin liegt, dass wir anerkennen, dass wir nicht recht haben mit unseren Urteilen, mit unseren Vorstellungen, mit unseren Projektionen. Und in unserem Inneren denken wir immer weiter, wir denken immer an die Konsequenzen. Ja, wenn ich das jetzt echt für mich annehme, ganz tief für mich annehme, dass meine Erlösung nur von mir kommt, was bedeutet es denn dann? Und im zweiten Abschnitt werden diese Konsequenzen, die unser Ego natürlich weiterspinnt, schön dargestellt. Es bedeutet, dass nichts außerhalb von dir dich erlösen kann und nichts außerhalb von dir dir Frieden bringen kann. Es bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass nichts außerhalb von dir dich verletzen oder deinen Frieden stören oder dich in irgendeiner Weise aufregen kann. Und ich wünsche dir einfach heute ganz viel Ehrlichkeit und ganz viel innere Stille und Offenheit, die dir zeigt, wo du überall Erlösung gesucht hast und wo sie aber immer nur temporär war oder gar nicht gekommen ist. Und wünsche dir da wirklich nochmal einen Blick auf das Licht in dir, einen Gang durch die Wolken hindurch, dass du annehmen kannst, dass du die Fähigkeit hast, dir selbst diese Erlösung zu schenken. Immer wieder, immer wieder. Und wenn wir wieder Wolken kreieren, ist es nicht schlimm, denn wir wissen, wir können durch die Wolken wieder durch und wieder zu dem Licht kommen und wieder ein kleines Stück Erlösung mehr mit jedem Blick auf unser inneres Licht. Und vielleicht hilft dir ja das Lied, was ich angehängt habe, oder vielleicht helfen dir diese Sprüche, die es nochmal einfach in anderen Worten ausdrücken. Ganz viel Freude heute damit, in deiner Stille, auf deinem Weg zu deiner Erlösung und ich freue mich auf dich am Mittwoch.